Der gestrige Abend endete für den FC Hansa Rostock bitter. Der Drittligist verlor beim Landespokalspiel gegen den 1. FC Neubrandenburg mit einem 1:2. Um zur Mannschaft zu gelangen, versuchten Hansa-Fans nach dem Spiel ein Tor zu öffnen. Es kam zu Ausschreitungen zwischen Fans und Polizei. Das Trainergespann Bergmann-Reinke wurde nach dem Spiel entlassen. Als Interimscoach agiert nun der Holländer Robert Rolofsen. Bereits heute um 10 Uhr absolvierte er seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft. Der 44-Jährige wird die Mannschaft auch beim Auswärtsspiel am Samstag in Halle betreuen. Da Rolofsen aber keinen Abschluss als Fußballlehrer hat, muss in spätestens 15 Tagen ein Nachfolger sein Amt übernehmen. Vorstellungen darüber, wie es nun weitergehen soll und wie es überhaupt dazu kam, wurden in der heutigen Pressekonferenz nur vorsichtig geäußert. Die Entscheidung habe ich nicht alleine getroffen und ich glaube, wir wären schlecht beraten, wenn wir so impulsive Entscheidungen treffen würden, sondern man hat für verschiedene Situationen dann auch immer irgendwo, ich sag mal, einen Plan B im Kopf und das ist genau das, was da gestern abgelaufen ist am Ende. Ja, das Anforderungsprofil war ja grundsätzlich, dass wir gesagt haben, wir möchten jemanden haben, der auch Erfahrung mindestens in dieser Liga, besser aber noch oben drüber gesammelt hat, der aber auch bereit und in der Lage ist, mit jungen Spielern zu arbeiten und sie entsprechend aufs nächste Level zu bringen. Am Ende ist es ja das, was uns so ein bisschen das Genick gebrochen hat, dass wir ja auch im Oktober schon eine Phase hatten, wo wir es einfach nicht hinbekommen haben, einfach mal ein Fußballspiel zu gewinnen. Und das hat uns ja jetzt am Ende wieder das Genick gebrochen. Plus dazu der Situation, dass wir dann es irgendwann auch nicht mehr geschafft haben, ordentlich Fußball zu spielen oder so Fußball zu spielen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das heißt, dass wir mit den Maßnahmen, die wir treffen, dafür sorgen müssen, dass wir in der nächsten Saison sehr, sehr konstant Fußball spielen. Gut, es gibt sicherlich Unterschiede, wenn man Bayern München gegen Manchester United guckt oder guckt unsere Mannschaft an. Ne? Aber insgesamt in der dritten Liga ist es nicht so, dass wir weniger gut sind wie alle anderen. Ich habe mal mit Bergmann gesprochen, ganz am Anfang, ne? Wenn wir uns kennengelernt haben, hat gesagt, ich sehe die dritte Liga eigentlich wie Asterix und Obelix. Irgendwann fliegen da die Fetzen im Stadion und dann irgendwie nach 19 Minuten ist das Staub weg und dann guckt man halt, von wer gewonnen hat. Ja, und jetzt auf vornherein zu sagen, dass da wirklich eine Mannschaft ist, die richtig dominiert, bis jetzt habe ich das nicht gesehen. Oder ich habe keine Ahnung von Fußball, das kann sein. Aber ich meine, in der dritten Liga ist alles nicht so berechenbar, wie es in den anderen Ligen ist. Ich freue mich halt, wenn da Leute auf Platz stehen. Ne? Egal, wie gestern Abend natürlich, hatten wir es auch ein bisschen mitgerissen, was da alles abgegangen ist und gesehen haben, was für Emotionen das ein bisschen mitbringt und was die Mannschaft verunsichert hat. Aber wir haben sonst schon einen Job, wir gehen auf den Platz, wo früh die Sonne scheint, es ist blaue Luft und wenn der Ball am Fuß ist, dann ruhe ich auf und ich erwarte von meinen Spielern genauso. Ja, und ich meine, ob das jetzt ein Amateurmannschaft ist, der eigene Mannschaft ist, ich bin da, um die Mannschaft auf den Verein zu unterstützen und es geht jetzt nicht um mein Ego. Ja. Das ist immer ganz klar. Ich habe auch nie die Ambition gehabt, dass ich bei Hansa jetzt Zug übernehme. Es kommt halt so, wie es jetzt ist. Und Freude auf diese Aufgabe hört sich ganz blöd an, natürlich in dieser Situation. Ne? Aber reizend ist es schon, das ist schon klar.